Ja, hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Dead Island hier in den Filmstudios mit dem Lukas. Hallo. Hier liegen direkt schon mal ein paar Sachen rum, die du, glaube ich, schon gesammelt hast. Hier ist auch wieder ein kleiner Brief. Gut, das ist jetzt, das lege ich jetzt nicht vor. Das ist einfach nur so ein Ablauf. Das kann man auch später nochmal machen. In Ruhe. Hier so ein Bauplan. Und ich kann direkt mal meine Katana upgraden und meine Waffen reparieren. Katana! Katana! Beziehungsweise meine möchte gern Katana. Das muss man ja dazu sagen. Gliedmaßen. Gliedmaßen. Schaden. Gliedmaßen. Das war gerade voll komisch, voll der Aussetzer. Gliedmaßen hat sich gerade für mich völlig falsch angehört. Wieso hat sich das so falsch angehört, Gliedmaßen? Das war so ein Aussetzer, wo du dann denkst, so, das Wort klingt komisch. Wo dir das mal bewusst wird eigentlich. Du hast wahrscheinlich Glied gehört und hast gedacht, okay. Ja, Glied reicht. Gliedschaden. Oh, schön. Okay. 205. Ekelhaft. Ach komm, da gehe ich jetzt aber rein, hier da rein und dann da rein und dann da rein. Und dann habe ich das jetzt sortiert. So, jetzt habe ich ein Wacki-Zacki und ein Schwert. Nimm den Aufzug. Oh, hier ist aber noch versteckter Loot, den hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Unter der Treppe. Oh, du bist schon drin. Warte, ich komm rum. Oh, diese Musik. Wie romantisch. So romantisch. Hab ich irgendwas getroffen? Ja. Hier, nimm. Nur für dich. Ah, hi. Hier ist Loot. Das habe ich schon eingesammelt. Was steht hier? Oh, es hat angefangen zu regnen. Selbst das ist in der Szene mit drin. Das ist einfach super. Das ist so Special Effects. Das ist einfach unbelievable. Tasty Donut. A miracle of tasty. 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 Tasty, tasty. Magst du mal den Aufzug rufen? Dann call ich den mal. Da brauche ich dich. Ich kann nicht alleine den Aufzug rufen. Nee. Da braucht es meine Hilfe für den Knopf, weil der zu schwer ist. Ich bin zu klein dafür. Der ist zu schwer, der Knopf. Und da kommen Zombies. Wacki zacki. Zicki zacki. Schlimmer Filet. Geschnetzeltes. Ach, ist das schön, wenn das mal so abgeht. By the way, was ich dir empfehlen kann, wenn du da auch so Bock drauf hast, auch mal Waffen zu nutzen, die du bei jedem Zombie einsetzen kannst, dann diesen, bei den Klingenwaffen halt diesen Klingenbonus noch einfach oben drauf. Mhm. Dass du da quasi das Elektrozeugs und sowas unterscheidest, weil das kriegt trotzdem gleichmäßig viel Schaden mit. Nur, dass du dann halt nicht den Zusatzeffekt hast, aber dann kannst du halt wirklich auf jeden drauf gehen. Dann musst du nicht immer gucken, ist er jetzt noch Elektronik oder so. Das ist zwischenzeitlich dann schon mal ganz angenehm. Ja, das... Ach, das bist du. So. Da, der Aufzug ist da. Ja, supi. Ja, super. Guck mal, der langsamste Aufzug der Welt. Das ist ein schöner Aufzug, ne? Also ich mag den Aufzug. Ich mag Züge. Aufzüge. Hier ist auch wieder eine Sicherung notwendig. Hier vorne sind noch ein paar Wägelchen. Jetzt, wo ich gerade das Golfkart draußen gesehen habe, was auch so voll lustig wäre, wäre, wenn du das Golfkart fahren könntest, aber dann nur so 5 Meter von einer Tür zur anderen. Das wäre schon geil. Das wäre so voll mein Humor, aber dann bin ich aber auch so freundlich und mach dann wirklich so ein Feature noch rein. Das, da kann ich das dann nicht drauf beruhen lassen. Muss ich öffnen.
Hier ist noch eine Hütte. Kommen wir da rein? Hier ist auch wieder eine Sicherung notwendig. Okay. Tschö. Tschö. Oder hast du eine? Nee. Ja. Guck mal, da oben ist eine Spider. Leider nein. Ach, die bewegt sich ja sogar. Cool. Ja. Cool, cool. Cool. Alright. Ach du Scheiße, die lebt. Schön, ne? Ah, ich sehe schon. Du hast die Knöpfe gefunden. Du musst überall drauf drücken, wie du sagst. Ja. Na schön. Wow. Okay, Emma John. Ich drück mal. Der Emma. Oh, hallo. Hey, Michael. God, what are you doing here? What are you doing here? Me, I came to get. I'm. We're in trouble. Look out! Okay. Get out of here. I can handle. Geil. Yeah. Whatever that is. Hast du mal okay. Kannst du mir mal eine Hand reichen? Oh ja. So, jetzt wissen wir, wofür wir die Effekte brauchen können. Kommen noch normale. Oh shit. Jetzt weich doch nicht aus! Ruf die Bullen. Oh, das bist gar nicht du. Ich geh mal auf den Dicken. Mhm. Oh shit. Dauert direkt nach hinten. Sauber. Geblockt. Hey, das ist ja super easy zu zweit. Der ist auch gar nicht so schwer alleine, aber das ist easy zu zweit so. Ist ja nichts gewesen. Da liegt auf jeden Fall noch eine Zombie-Axt, heißt das Ding. Das will ich auf jeden Fall nicht verpassen. So. Cool. Erledigt. Sag Michael, dass du seinen Verfolger getötet hast. Okay, dann gehe ich wieder hin. Schön. Oh, God damn it, that was the worst one yet. Das war sowas wie ein Bosskampf. Okay. I'm fine, just a bit hot. Wait, we went through all this for a fucking Romero? Emma's Romero, but I, no, of course not. Look, medical supplies. Is someone sick? No, no, well, not yet. It's not like insurance is worth anything these days. We'll need these to, you know, keep us safe. I am helping. I'm sure they'll come in handy. So, Emma means a lot to you. She's given me more than I can ever repay. I can't be what she needs. I can't protect her. She needs your advice. I got a plan, but she's not sure she can play her part. She can do anything. So tell her. Then we can all get out of L.A. Sure. Yeah. Okay. Ist auch geil, ne? Hell, ey. Hey, you there? It's Sam B. Sam, what's up? Heard you was in the hills. Me too. Got a line on some gun. Oh, I could use a gun. No doubt. Come meet me.
I should take you back. Don't want you getting bitten. Well, you don't need to worry about that, okay? I'll be fine. Just go get those guns. Okay. If you're sure. Mm-hmm. Sure. Thanks, Michael. Hm? Sure. Ich habe gerade gehört, dass du eine Errungenschaft bekommen hast. Ich habe vergessen, dass sie eine war. Das kotzt mich an. Achso, das ist einfach nur Wasser. Mhm. Cool. Cool. Sehr schöne Serie, by the way, finde ich. Brooklyn 99. 99, ja. Boah, geil, guck mal, diese Hot Dogs. Das guckt meine Freundin an. Die ist mit irgendeiner anderen. Was? Brooklyn 99 und. Irgendwie noch eine andere Serie sind doch gekoppelt. Aber nicht Brooklyn. Also glaube ich zumindest. Vielleicht verwechsel ich es auch gerade. Keine Ahnung, ich gucke sowas tatsächlich eher weniger. Ich fand das auch geil, dass Terry Crews damit spielt. Ich feiere den ja. Hallo? Achso. Ich sehe deinen Rücken. Entzückend. I'm Hannah. I'm hunkered down with my BCLA buddies in the rental we share in the Venice Canals, but I've lost contact with one of them. Rav. He's a med student. Sorry, but it ain't too hard to figure out why you lost contact. You haven't seen the Bobcats in action. He's a survivor. And he's been making unique weapons. He'll make it worth your while. No job too hopeless. Okay, I'll look for your friend. Okay, das ist jetzt eine Nebenquest. Können wir annehmen. Wir können aber auch erstmal den Strang hier noch ein bisschen weitergehen. Genau. Mhm. Ja. Ja. Zombie-Axt. Mit Säureschaden, bin ich mir. Und Gliedmaßen Schaden. Schatten. Geil. Ich muss langsam echt einen Händler finden, ne? Ja, unbedingt. Ich auch. Ein Handler. Hier, ich erinnere mich dran. Ich habe da mal reingeguckt in das Reck. Schön. Was haben wir denn da überhaupt? Wieso eigentlich überhaupt zwei? Was ist los mit denen? Okay, kleine Equalizer drin. Ein genereller Equalizer. Okay. Ah, Verulu-Bildschirme, das sind die guten. Ja, natürlich. Natürlich. Gibt's doch auch diesen Musiker. Jason Verulu. Ja, der ist ziemlich bekannt, das stimmt. Ja. Oh, guck mal, diese Sonne scheint und wunderschön. Achso, du bist noch gar nicht da. Guck mal, die Sonne ist scheinen. Diese Sonne scheint. Beverly Hills, where are these guns? Me and Ronnie are headed to 12 Arc Hill Ridge. Meet you there. Jetzt sind wir da oben übrigens, ne, wo wir nicht reinkamen. Mhm. Triff Sam B. Hier ist noch ein Schild. Filz Notiz. So,
Leute, es gibt ein Backup für das ganze scheiß System. Ich gehe runter in die Operationszentrale und versuche alles wieder zum Laufen zu bringen. Wenn die Armee nochmal aufkreuzen sollte, ich habe den Torschlüssel, Phil. Phil ist eine Abkürzung für Philjamin, ne? Philjamin, ja. Hm. Oh, hier geht's rein. Und rein da. Kabum. Oh, warte mal, den krieg ich mal kurz weg. Shit, is this caustic stuff like at the Halperin Hotel? Now it's coming out the waste pipes? Shit. Hier geht's noch runter. Jetzt. Ah, hier ist noch ein Rad. Ein bisschen Loot. Oh, da ist ein Zombie, ein Läufer. Wo ist das Rad? Da ist das Rad. Wo kommt ja, das hin? Ja, ist scheiße gelaufen für ihn. Ach da. That stopped the flow. Need some water to wash the caustic shit away. Arme. Arme. Die ist gut, gut. Very gut. Hier gibt's wieder Loot. Das ist auch wieder Säure. Hier ist Sicherung von Lüten. Guck mal, da fängt auch schon mit so Wortwitzen an. Phil Infiltration. Aha. Ja, sauber, jetzt ist das Ding hochgegangen. So gefällt mir dann. Schild, wieso fängt das denn wieder an? Ich hab da, au. Au, au, hör auf. Hallo, jetzt ist aber gut hier. Ja, ja, also jetzt. Jetzt reicht's aber auch mal. Ja, richtig. Ich glaube, takt. Ja, takt und takt. Ist ja auch wieder Loot. Da ist eine rote Kiste. Und da ist eine Sicherung. Oh Gott, hier ist so ein großer. Da ist ein Bo-Stab. Was ist das? Was? Au! Hey! Au! Wieso ist da Elektronik gerade gekommen? Ich bin kaputt. Ich bin am Boden zerstört. Aber du kriegst auch Elektro gerade. Ich bin richtig crazy, Elektro. Ja, das hat mich gerade gekocht hier unten. Oh, jetzt hat es mich gekocht. Wieso kommt der denn Elektro rein? Ja, ich kann dich aber auch gar nicht da wegholen gerade. Weil du irgendwie da reingefallen bist. Oh. Cool. Gut. Ich guck jetzt nochmal. Nee, ich krieg dich nicht. Aber ich krieg auch. Ich guck mal gerade, ob ich den Elektro hier irgendwie Ah, hier ist die Sicherung. Jetzt. Achso, du hast die Sicherung wieder reingemacht da oben. Ich hab die da oben eigentlich nicht reingemacht. Ich wollte die in das andere reinmachen. Oh, komm, ich hab doch hier was. Wieso geht das nicht? Oh, shit. Gut, ich werde dich gerade verfüttern an die Zombies. Dann war das nicht umsonst. Dann ist, glaube ich, die Sicherung einfach gespawnt, als ich gerade hier unten war. Hm. Weil ich wollte die eigentlich da holen. Ja. Um die hier drüben reinzumachen. Ja, genau. Oh, jetzt habe ich sie fallen lassen, weil ich die Treppe hochgeklettert bin, statt gegangen. Der Weg ist frei. Ah, shit. Ich wollte auch noch das Wasser hinterher werfen. Sauber, sauber. Hier brauchen wir eine Sicherung für das Ding. Das heißt, da wartet guter Loot. Da sind ein paar Zombies. Oh shit, das war keine gute Idee. Nee. Oh shit.
massiv. Was brauchen wir überhaupt? Wir brauchen jetzt 70. Das heißt, ja, warte mal. Irgendwo ist Strom. Hier. Ist gleich, hat sich gleich ausgestromt. Hoffe ich. Jetzt. Dann haben wir... Wo sind wir denn gerade? Wo steht denn die Punktzahl? Ich dachte, das wäre die Punktzahl hier. Die 20. Ah, jetzt, okay. Das war's, ne? Ja. Ja. Run to the hills. Ja. Hier ist Wasser auf der linken. Oh, hier ist es geil. Geiler Scheiß. Oh, da ist ein Dicker schon drin. Ein Diggi. Ja. Ah, Mist. Ist zu früh explodiert. Oh, shit, da ist ja noch einer. Oh, shit. Mann, das war aber jetzt schnell. Ich wollte gerade gucken, wie viel Leben ich noch habe. Shit. Lalalala. Aber ich glaube, ist der Dicke tot? Nee. Stable. Operations. Body Upcheck. Radius Line Manager checken. Check, 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 checken. Das sah gerade komisch aus. Du stehst in einem Zombie und bist auf einmal irgendwas am Essen. Schlüssel. Hier ist noch eine Notiz, die ich mal kurz vorlese. Leute, benutzt auf keinen Fall die Notentriegelung. Dieser Schleim, der aus dem Hauptklärtank hochgedrückt wird, ist ätzend. Mein Arm ist ganz schön, mein Arm hat es ganz schön erwischt. Ich bekomme Medikamente, dann müssen wir den Druck wieder erhöhen. Sonst wird alles von dem Zeug verseucht. Phil. Oh. Okay, das geht nicht kaputt. Das geht nicht kaputt. Schlüssel für eine Brennwutabfall brauchen wir hier. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Erstmal. Ja. Du Arsch. Du Arsch, du Arsch. Ist das mal aufgefallen, so mit den, Klingenwaffen, was ich meinte, so wenn du über den Brustkorb schräg ziehst, dass dann auch genau da die so eine Wunde entsteht und so. Ja. Yeah. Das ist halt schon richtig geil. Das ist schon crazy. Ich find's auch krass, wie gesagt, wenn du mit einem mit dem Baseballschläger auf den Kopf drauf hast, dass dann wirklich der zertrümmert wird. Ja, ich sag ja, das ist das krasseste System dafür, was ich bis jetzt irgendwo gesehen habe. Das ist schon wirklich. Oh geil. Hier ist ein Vorschlaghammer, den muss ich direkt mitnehmen. Das ist genau das Tool, was ich haben will. Der hat mir noch gefehlt. Hey, this is Sam. We're almost there. I'm on my way. Baustik-Schaden mit... Ja, komm. Den muss ich direkt mal ausrüsten. Rüstendünen. Letzte 205. Geil. Geil. Das ist sehr untypisch für mich. Bei anderen Spielen bin ich nie jemand, der den Vorschlaghammer nimmt, weil der so lahm ist. Aber hier macht er schon Laune. Das ist ein gutes Tool. Ist gut, diese. Ist gut, diese. Ist gut, diese. Okay. So. Warum ist da eigentlich noch so eine Kiste ein Symbol? Okay, das kommt, glaube ich, auch. Ach so, das kommt, glaube ich, noch. Maybe. Kommen wir da noch hin? Ach man, er ist nicht so schön geflogen. Tschüss. Hey. Ist gestorben wegen Fall. Hast du gesehen, ne? Ja. Nur wegen Fall. Logisch. Da unten, bumm. Geil. Aufstieg 11. Krass. Wir steigen unterschiedlich auf. Ich dachte, du hast jetzt auch direkt eins bekommen. Boah, bei mir sind es aber 15 XP. So.
Achso, die sind ja auch hier. Doch sind sie, doch sind sie. Da unten ist noch die Nebenquest. Hallo? Ach so. Das sah gerade kurz mit deinem Ball aus, als hättest du ein Handy in der Hand und würdest filmen. Ich hab auch einen geilen Hammer. Das ist der Hammer. Trust me, we're gonna be armed to the teeth after this. We're gonna hit pay dirt. Gut. Hä, was? Achso, ich muss hier rüber. Abgebrochen, hä? Okay, jetzt geht's doch. Oh shit, maybe this wasn't such a good idea. Stand the fuck back. It's Hammer time. Ja, mach mit deinem Hammer time. Ha, ja. Oh shit, sticks. I got this. Get the guns. I got you, babe. He's got it. So, who lived here? Nicky Gut. Big game hunter on cable. I saw her a snow leopard. Of course you did. Fake snow, too. Locked. Oh, shit! Ach, ja. Well, here she is. Not looking so hot today, Nikki. Hey, bitch. Still think you're too good for Ronnie fucking red. Screamo. Mm-hmm. Coole Musik? Ja, auf jeden Fall. Die ist generell gut gewählt, finde ich. Oh, wild, 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 let's go! Sorry für dieses Chaos, aber. Oh, komm! Bei denen lohnt sich das richtig, wenn du gedrückt hältst und dich dann ranziehst. Weil dann unterbrichst du deren Schrei auch. Boah, Scheiße, hier geht's aber zur Sache gerade. Ich sehe nichts mehr. Oh, weg, 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 weg. Oh, die hat mich weggestoßen. Oh, komm schon. Das mache ich bei denen immer. Gedrückt halten und dann ranziehen. Richtig gut. Mach sie fertig. Die stoot. Der, die, das. Das Essen muss mit. Hast du eben noch was anderes gesehen als Zombies? Also ich nicht. Was anderes? Was anderes als Zombies, ja. Achso, nö. Ist gut, ne? Da kann man richtig eintauchen. Wortwörtlich. Dein Inventory ist voll. Okay. Full, full, full. Du kannst die schlechten Waffen scrappen und die guten, die güteren mitnehmen. Dann kannst du die später, die güteren verkaufen, wenn du die nicht brauchst. Ja, das ist so mein Plan auch tatsächlich. Ja. Das ist so mein Plan. Oh, da ist kein Glas mehr drin. Na gut, ich geh mal rein hier, in die Butze. Ach, hier ist Sam B. Oh, das ist ein Zettel. Ich lese vor. Aktualisierter Sicherheitsleitfaden. Halten Sie sich fern vom Ballsaal und vom Pool. Unterstützen Sie die Mitarbeiter des Militärs, wenn sie explizit darum gebeten werden. Ansonsten stehen Sie ihnen nicht im Weg herum. Seien Sie freundlich und höflich zu den vielen neuen Gästen, die ins Hotel kommen. Das sind völlig verängstigte Menschen. Folgen Sie im Umgang mit ihnen Ihrer Intuition. Die meisten wünschen sich nur ein wenig tröstliche Gesellschaft. Die Infizierten, aka die Untoten, gelten hingegen nicht als Gäste. Verfahren Sie also nach Belieben mit ihnen. Nur über eine
Meine kalte Leiche lasse ich jetzt zu, dass diese Freaks in diesem Hotel unbehelligt ihr Unwesen treiben, aber verletzen Sie sie nicht. Hilfskräfte sind bei uns nicht versichert. Verletzen Sie sich nicht. Hier oben ist auch nochmal schön Loot. Ein Med-Kit für die Deutschländer unter uns. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da war ja noch was. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. La 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 la. Ach so. Na gut, ich bin soweit. Soweit. Kein Glas mehr zum Zerstören. Ich mach schon mal gerade hier so ein raus, komm, scheiß drauf jetzt. Was ist das hier? Das ist ein Stuhl dupliziert. Na schön, sollen wir zu Sam B? Ich bin schon bei Sam B. Heavy. Bei mir bist du noch draußen. Hä? Ich bin hier drin? Hä? Bei mir. Hä? Bei, jetzt hier, gehst du im Busch jetzt? Hä? Ich bin bei dir. Lass mal Folgendes machen. Ich leite dich jetzt blind an. Gehe 3 Meter geradeaus. Ja, dann gehst du mal links 5 Meter ungefähr. Also ohne zu. Ja, ja, ja. Ja, genau. Jetzt gehst du wieder rechts. Jetzt rennst du immer weiter geradeaus. Ja, okay, geh mal gerade einen Schritt noch nach links zur Seite. Genau, und jetzt immer weiter geradeaus. Ich bin leider vor einer Tür. Ja, ist egal, aber du läufst halt bei mir und dann können wir vielleicht die Szene noch gerade starten. Dann rennst du mal rechts. Nee, geh nochmal zurück. Ja, oder so, nee, passt, genau. Und dann gehst du weiter geradeaus. Das ist ganz komisch. Dann mach ich gerade mal die Tür auf. Geh mal nach rechts. Genau, jetzt noch ein bisschen nach links wieder. Noch ein bisschen. Ja, mach mal noch dreimal so. Ja, versuch mal geradeaus zu laufen. Ja, ja, jetzt nochmal. Jetzt bist du bei Sambi. So. Jetzt versuche ich das. Hast du eine Szene jetzt? Nee, doch jetzt. Ah, cool. Ich bin aber links. Ich bin im anderen Raum. Toll. Wie geil. I told him what he wanted to be the big fixer. I got bit to fuck just keeping him alive this long. Grab a gun and let's get back to Emma's. Okay, war aber auch nur eine kurze zum Glück. Das hat sich gerade ein bisschen angefühlt wie hier, was ist das, blinde Kuh, ne? Ja, genau. Hier oben, da hängt was für dich. Also wenn du noch mal in den Raum kommst. Siehst du mich jetzt, wo ich wirklich bin? Ja, ich sehe dich jetzt hier bei mir im Raum stehen, ne? Warte, wir können dich vielleicht mal wieder synchronisieren. Siehst du im Stream, wo du stehst? Ja. Ja. Kannst du mal in echt dahin laufen und dich selber in die Ecke drücken und dann auch in echt in diese Ecke gehen? Warte. Ja. Du musst. Lukas, du musst zu deinem Körper zurückkehren. So. Also du kannst ja ruhig laufen. Du musst halt nur dahin kommen, wo der andere dann ist. Genau. Wo bist du denn jetzt gerade eigentlich wirklich? In dem Raum drin. Achso, und jetzt, wenn du mal in eine Ecke gehst, gemeinschaftlich, mit dir selbst, mit deinem anderen Ich. Du stehst jetzt bei mir neben dem linken Zahn vom Kamin, ne? Oder ist deine Achse auch verdreht? Nee, ich glaube, das dürfte hinhauen. Ich bin jetzt ganz... Ich bin jetzt direkt vor dem Schädel. Ja, genau. Jetzt dreh dich mal rum und dann kommst du mal raus. Aber du siehst mich ja noch, ne? Ich komme jetzt zu dir. Ja, genau. Jetzt bist du wieder synchron mit dir selber. Ah, ist das cool. Hast du die Waffe geholt? Welche Waffe? Rechts, da, da oben. Ja. Okay, sauber, dann können wir nach oben gehen. Wie cool, das hat ja auch noch nie. Sich selbst synchronisieren wieder. Geil.
Man, ja, immer mal wieder was Neues. Ja. Ist doch auch schön. Haben wir blinde Kuh gezockt in, Wobei, du bist aber jetzt noch in einem Raum hier drin, ne? Nein, du bist falsch abgewogen. Dein altes Ich ist nicht ganz synchron. Scheiße. Du hast dich verloren. Okay, wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin oben bei der Munitionskiste. Ja, okay. Okay, das ist gar nicht gut. willst du nochmal nachjoinen? Sollen wir gerade nochmal... Ach, jetzt bist du oben. Hä, jetzt bist du hier gespawnt. Ich hab Y gedrückt. Hey, ach so, wie cool. Das da kommen Zombies. Jetzt bin ich da, okay. Cool. Ja, jetzt kommen Zombies. Oh, da kommen ja auch noch welche. Auf jeden Fall noch ein paar da hinten. Oh, die kommen unten schon. Mal mit Hüftfeuer drauf hier. Komm, ein paar Brände hinter uns. Warte mal. Okay, ist, glaube ich, sicher. Hat der ein automatisches. Die haben eine Zielunterstützung, glaube ich, drin. Nein, die Munitionskiste ist zu. Hasta la vista. Barbie. All right, bringen sie alle um. Das sind so alltägliche Aufgaben, die man hat, ne? Na, das war's. Sauber. Hier ist noch ein Bauplan. Ah, cool. Having fun? Oh yeah. I'm nearly done. I'll see you back at the house. Sehr schön. Hey, Sam, there's this guy. Dr. Reed in Santa Monica. He says they need my blood to make a vaccine. That's so. If we arm everyone, I bet we could make it. One thing I've learned. The voice on the radio promising to fix all your shit never happens. We're doing just fine. But if she came with me, you'd come too, right? She won't. You might be surprised. See you back there. In Santa Monica. Oh, Errungenschaft. Habe ich bei dir gehört. Dropkick-Angriff, kraftvolle Explosion. Ja, aber das ist Kraftvoll. Das mit Gesundheit, das behalte ich aber gleich bei. Ja, mei. Ja, mei. Ja, sicherlich. Sicherlich, Junge. Hatte der Hirsch vorher eine Klatze oder warum sieht das so aus hier? Hier, der rechte hier. So, guck mal, der hat eine Klatze vorher gehabt. Das ist, siehst du? Einfach eine Klatze. Einfach eine Klatze, braun gebrannt in der Sonne. Motherfucker. Motherfucker. Alright. Ich gehe mal wieder zurück von der Waffe. Hier ist noch ein Loot. Okay. Wir sollen zurückkehren. Zu Emma. Sollen wir mal schnell Durchlauf gerade hin machen? Oder was meinst du? Schnelldurchlauf, ja. Ja. Tschüss. Weil wir müssen ja beide eh gerade dringend verkaufen und so. Mhm. Unbedingt. Ich hab so viele Sachen, die ich nicht mehr benutzen kann. Ja. Moment, nicht mehr benutzen? Du kannst sie aber reparieren, ne? Ja, ich meine im Sinne von, die will ich auch nicht benutzen. Achso, okay.
Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ja, im Original Dead Island war das, glaube ich, so, dass du die Waffen nur einmal reparieren konntest. Das finde ich halt auch gut. Das, du hast ja so deine Lieblingswaffen und das ist immer kacke, wenn die. Ja, und die reparieren schon. Also gerade die Katana mit den ganzen Mods dran, das ist schon cool. Und du investierst ja richtig viel Kohle. Ja, ja, genau. Kaputt! So eine große Feuerball, Junge! Junge! Warte, das bist gar nicht du. Lalalalalalalalala. Ich drück mal Reise. Okay, zu spät. Reise, Reise, Seemannsreise. Vielleicht finden wir noch den Prinz von Bel-Air. Bel-Air, Bel-Air. Oh, komm, du Sack. Hi. Kaboom. Alright, alright. Ich gehe direkt mal weiter. Jo. Ah, hier können wir auch durch, glaube ich. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, wo bin ich? Ich bin hoch. Warte. Nee, geht gar nicht. Oh, das ist ein, Säurebad. Oh, da ist ein Dickerschen drin. Also ein wirkliches Dickerschen. Na, schade, es nicht explodiert, so wie ich das oft hab. Oh, die rennen ja alle hinterher. Das ist kein Safe-House für Safe-Häuser. Huf. Aber holst du die gerade mit? Oder hast du die gekillt? Nee, ich hab die mitgenommen. Okay, warte, ich will gucken. Kommen die mit rein? Hey, hier steht auch noch einer. Die sind nicht mit. Die sind draußen, die kommen nicht mit rein. Bleiben die einfach hier stehen? Ja. Okay, warte, ich will das sehen. Zeig mal her, diese Magie. Oh, geil, die kommen rein. Warte, warte, warte. Doch nicht. Warte mal. Boah, das ist. Boah, die werden instant gekillt da. Wie geil ist das denn? Cool. Wir haben die ultimative Tötungsmaschine gefunden. Tötung. Töterierung. Okay, wir gehen mal gerade hoch. Reparieren und verkaufen. Genau, hier ist auch ein neuer Bauplan. Ola, ola. Ich kaufe jetzt erstmal hier die Munition-Bauplan und 3 Sicherungen. Sicherung. Verkaufen dann auch erstmal direkt hier ein bisschen Zeug. Den Hammer habe ich geupgradet, ne? Den wollte ich behalten. Den Bowstab hau ich jetzt einfach raus. Komm, scheiße. Die 2 Messer hau ich raus. Und ach komm, hier, weg damit. Dann habe ich 4 Waffen erstmal am Start. So, die Waffen sind alle verkauft. Sind aber ein paar mehr, die ich am Start. Wieso habe ich ein paar mehr am Start? Wieso kann ich die 3 hier nicht verkaufen? Achso, weil das, glaube ich, Spezialwaffen sind, ne? Ja, das. Nee. 12 Schläger hier. Also, Elektro-Axt und Dingens. Ja, mach ich mal. Elektro-Axt und Brechstange. So, dann habe ich die meisten Waffen verkauft. Okay, ist durch. Sicherung hast du, denk auch dran, ne? Dass du die alle kaufen, du's. Die habe ich noch nicht gekauft, gut, dass du sagst. Ich plündere erstmal das Essen hier. Wich, wich. Ju, dass du sagst. Ich muss ja auch noch was zeigen. Ich weiß nicht, ob das gezeigt worden ist. Und ich weiß auch nicht, wo das hier. Achso, doch, hier, ich hab's. Ah, das kommt aber noch. Okay, es kommt noch. Alles klar, dann sage ich noch nichts. Was machst du da am Laptop? Zack. Das ist doch.
GTA 5? Spaß. Das ist GTA 6, glaube ich. Natürlich, das sind die neuen Leaks. Ja. Also ich habe tatsächlich gestern oder so nochmal bei Twitter einen angeblichen Leak gesehen. Wenn das wahr ist, dann sieht das absolut krank aus. Aber ich habe auch ein paar Leute sagen hören, dass das angeblich fake wäre und so. Kannst halt auch nicht mehr so sagen, ne? Mhm. Aber es sah schon glaubwürdig aus, auf jeden Fall. Ich würde das, glaube ich, als Leak einschätzen. Gut. Und der Brotstab, das sieht cool aus. Ja, den habe ich aber gerade verkauft. Ich versuche den später mal aus, glaube ich. Wobei, jetzt, wenn ich mal darüber nachdenke, ich habe so viel Platz jetzt wieder. Hast du einen Brotstab zu verkaufen? Achso, ich darf nicht mit dem handeln. Hm. Ja, ich kann mal nochmal gerade gucken. Ist das ein Spezial? Vintage 800. Ich glaube, den Buchstab. Wer ist Bo? Entschuldigung, was wird Ground Coffee? Rambican Beans. Stickige Haare, das ist natürlich geil. Best Before Dates. Das ist geil. Cliente. Extra Virgin haben wir da wieder. ...2010. Hallo? Chillig. Repariere ich das mal? Na schön, ich glaube, wir machen mal ganz kurz einen kleinen Cut, oder? Weil wir sowieso am Ende einer Folge sind. Ja, und ich würde sagen, für heute tatsächlich auch, ich weiß... Ja, das auf jeden Fall. Ich bin da bei dir. Genau, für heute reicht das. Aber wir können auch mal gerne einen Cut machen. Die restlichen Sachen können wir ja außerhalb der Folge machen. Das ja, genau, das machen wir. Machen wir außerhalb. Interessant für die Zuschauer. Aber es lief jetzt auch echt komplett durch, ne? Kein Problem, so wie am Anfang jetzt. Jetzt lief's gut. Ich bin da echt froh, dass es jetzt lief. Also müssen wir das auch nochmal merken, wenn das Spiel irgendwie komisch startet, dann einfach kurz einen Neustart, dann geht das schon. Eigentlich können wir das auch in der Folge machen, weil ich muss ja... In der Regel nicht das OBS neu starten. Mhm. Na gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst uns Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zurück. Und gehen dann wahrscheinlich in eine andere Richtung. Mal gucken. Wir sprechen dann aber auf jeden Fall erstmal mit Emma. Genau, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.